Die Servicetechniker-Klamotten, die übrigens Shepard hat gekauft, sehen richtig gut aus. Die grauen? Mhm. Die Orangen, damit man besser sieht, aber wenn später, wenn die machen irgendwie Inhouse Wartung oder sowas, die grauen finde ich auf jeden Fall professioneller. Mhm. Echt schön. Shepard oder die Kleidung jetzt? Hä? Das ist die Kleidung natürlich. Aber Shepard ist auch ein gut aussehender Kerl, hä? Ich muss mir am kommenden Wochenende Ross ausleihen für private Zwecke. Meine Solaranlage ist ausgefallen. Was ist eine Solaranlage? Ja, sieh, das ganze Dach ist voller Solarpanel. Weißt du, wie wenig Strom ich zahle? Mhm. Achso, fertig, sagst du? Ja. Okay, pass auf, dann machen wir uns jetzt schick. So, die Konfiguration und, will ich nämlich in Szene setzen und fotografieren. Ich werde aber nicht lachen, ne? Nee. Kannst du vergessen. Oh, der Spiegelreflex. Naja, klar, muss ja auch gut aussehen. Knie dich mal hin. Weißt du gerade unten, was da machst du? Ja, warte, ich mach nochmal hier. Genau, so bleiben, so bleiben. Perfekt. So ist gut. Perfekt, perfekt. Sehr gut. Das kann ich schon verwenden. Ich habe letztens in den technischen Daten herausgefunden, die Dinge laufen mit Bluetooth. Total geil. Dauert zwar ein bisschen länger, aber ich muss nicht mehr mit der Festplatte rumlaufen. Ich kann direkt die Software von dem Tablet installieren. Hm. Ist natürlich eleganter. Ja? Das ist sehr gut. Aber sieht gut aus, Shepard. Ja? Auf jeden Fall. Aber irgendwie geht es langsam, oder? Ja, die Software dauert über Bluetooth. Ne? Ich weiß nicht, was diese Dings kann. Hm. Okay, so. Software ist installiert, machen wir Speedcheck. Ja, einen Blick. Muss erstmal initialisieren. Ja. Das ist das Passwort. Und so. So. Fertig. So, im Download haben wir 100, also nicht 100, sondern 1,99 Gigabit. Ui. Und in Upload 857 Megabit. Wie viel? 857. Ach du heilige Scheiße, großartig. Perfekt, das Schloss ist auch konfiguriert. Warte, ich teste nochmal. Sehr gut. Dann fehlt nur noch Grapeseed aufbauen und dann nehmen wir den morgen in Betrieb. Ah ne, Quatsch, können wir gar nicht morgen in Betrieb nehmen. Nee, die Kabel sind ja noch gar nicht. Egal. Aber Grapeseed? Das weiß ich nicht. Achso. Jungs, habt ihr die Server für Grapeseed auch schon aufgeladen? Ah, sehr gut, perfekt. Dann fahren wir dahin. In Betrieb können wir noch nicht nehmen, aber wir können die aufstellen und ich programmiere aber das Schloss schon mal. Okay, sie. Dann lass uns da mal hinfahren. So, dann fahren wir jetzt Grapeseed. Okay. Gerade noch einen Post gemacht im VNet. Sie, kannst du mal den Chip testen? Oh ja. Hm, warte mal. Akzeptiert. Okay, großartig. Naja, fahren wir einfach hinterher. Und ich fahr dann nach. Genau, fahrt mir hinterher, ich zeig euch den aktualisierten, oder wisst ihr schon wo? Ich weiß wo, ja. Ah, sehr gut, okay, perfekt.
Okay. Cool. Harmony-Standort ist fertig. Grapeseed ist ein bisschen... Was soll denn machen die da? Selbst müssen wir halt warten mit dem Kabeln. Ja, diese Satellitendinger müssen wir dann noch anschließen. Hätte man eben machen können, wenn man schon da ist. Ich glaube, du hast den Anschließen nicht ganz vermeint, weil man den Boden aufreißen muss, Glasfaserkabel langlegen muss, den Boden zumachen muss. Also, ist jetzt nicht so, als würde uns einen Stecker reinstellen. Danke übrigens für die ganzen Spenden heute, für die Quartieraktion. Sag mal, kann das sein, dass die Humanisten meinen Stream gesehen haben, wie ich gesagt habe, dass ich die Humanisten im Valomat bekomme? Maschallah. Das wäre ganz schön wild. Schubidubi. Wäre wirklich schön, wenn die mehr wählen würden, aber das ist so eine exotische Partei, die halt schon wieder mit der 5%-Hürde gar nicht auftaucht. Zu wenig Budget, zu viel alte Leute. Aber die sind krass, die haben wirklich ein gutes Wahlprogramm. Zumindest in Baden-Württemberg. Na? Ja, auf Twitter brauchst du niemanden Bewerbung, das kannst du voll vergessen. Twitter ist keine Werbeplattform, auch wenn es IT ist. Twitter ist ein großer Haufen Chaos. Allgemein ist digitale Werbung sehr, sehr schwierig.
Ja, das wird eng. Meine Güte. Ja. Meine Aber Güte. Jetzt haben wir 3 geschafft und jetzt werden wir den letzten auch noch schaffen. So. Ja, mal muckelig ist es hier. Ich tu den gerade noch mal. Warum? Kommt. Ja, du kannst noch ein bisschen hoch. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Passt. So, jetzt zu mir. Ja. Also von dir aus gesehen rechts, jawohl, das. Ja, ja, ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Okay, und jetzt langsam runter. Okay. Langsam, langsam. Ja, das passt so. Warte einen Moment. So. Okay. So. Achtung. Ja. Okay, kannst du hochziehen? Okay, du kriegst von mir ein Verbot vom LKW zu fahren. Nö. Hab ich nicht vor. Ich weiß. Gut, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, so 5 cm kannst du noch hoch und ja. Dann kannst du rüber. Okay. Ja, kannst rüber. Jetzt muss Ross übernehmen. Ja, hier sehe ich es ganz gut. So, haben wir eine Achtung. Ich muss ein bisschen lauter reden. So. Und lösen. Lösen. Und lösen. So, und zup. Und so, was haben wir noch? Noch 2 hier. Mach dich aus dem Weg! Moment, ich halte dir die Tür auf. Ach, das ist nett. Was haben wir drinne? 4 jetzt, ne? Ja, 4 haben wir drinne. Dann ein 16er und 3 14er. Ja. Okay, probier mal deinen Chip kurz, Manfred. Oh ja, warte. Ja, funktioniert. Genau, so. Schließ, ja, wenn ihr die reingestellt habt. Schließt einfach ab und dann schließen wir die Tage an, wenn die Kabel gesagt hat, Kabel hochgezogen ist. Ja, genau. Super. Okay, ich bin dann mal wieder weg. Ja, bis morgen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bis morgen. Morgen bin ich den ganzen Abend da. Jo. Adios. Ciao. Okay, und kommt. Ja. Ich bin mal wieder weg. Ich lasse euch arbeiten. Adios. Adios. Bis dann. Okay, hoch. Ja. Ja, noch ein Stück. Super, okay, jetzt wieder zu mir. Ja. Ja, ein Stückchen noch. Okay, langsam runter. Ja. Noch ein Tick, passt. Warte kurz. Oh, mit Zange geht's tatsächlich einfacher. Ja. So. Gut, kann. Ja, mach mal so. Ja, noch ein Stück. Alles klar, kannst wegheben. Oh. Bin drüber weg, ja. Ja, komm noch ein Stück. Ja, kannst runter. Runter. Ja, passt. Ach so. Das weg. Das weg. So, die 4 Einheiten noch und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft erstmal.
So, noch eine 16er und eine 14er. Ja. Ich nehme die 16er. Und die 14er. So. Dann fahren alle 16er jetzt? Alle 16er durch, alle 14er drinne. Jetzt noch der Tisch. Der Tisch noch. Weißt du was, Kia? Ich fahre den großen LKW weg und dann kommst du mit dem Auto hoch. Ja, perfekt. Sehr gut. Kannst du noch ein bisschen? Auch bis auf der Luft. Ja, ist gut. Ist gut. John, kannst du mir beim Schreiben? So. Chef? Hä? Springs, Staatsanwältin, hat angefragt, ob es möglich ist, dass sie Zugriff für einen Account, für einen Telefonanbieter Account bekommen können. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Bitte komm, Rückruf. Mhm. So. Staatsanwältin hat angefragt. Ach, ja. Scheiße. Ich gebe Ihnen gleich die Daten. Sekunde. Ah ja, alles gut. Ach du Scheiße, wie spiele ich das denn aus? Ich glaube, ich habe gar keine Telefondaten. Hm. Gute Frage. Die Telefonnummer ist die 415 874. Das ist Frau. Haben Sie? Frau Springs war das, ja? Genau, Valerie Springs. Hm, okay, und die wollte was von mir? Die meinten, wir würden ja die Telefonleitungen unter Kontrolle haben und ob sie da Zugriff bekommen auf einen bestimmten Account mit richterlicher Verfügung. Auf die Telefondaten oder auf die VNet-Situation? Weiß ich nicht ganz genau, was sie von beiden wollte. Aber das sind Sachen... So. Geschafft. Ja. Gut. Good job. Friedenszigarette. So, wir sind fertig. Ja, ich muss jetzt leider schon weiter. Aber ja, das sieht ja ganz gut aus. Ich auch. Ich muss noch zur Stadtverwaltung. Da muss ich auch noch hin. Jo, ich warte mal auf Ramon. Ja.
Ja, dann bringen wir die Dinge zurück und dann kommen wir ins Büro. Ja, ich muss noch auf Ramon warten, der ist irgendwie mal eben um die Ecke oder genau, so. Genau, wenn der zurück ist, ja. Genau. Thomas, mal eine Frage. Was ist mit dem Boot? Hast du Polizei gefragt? Klärt sich morgen. Alles klar. Ihr wollt gar nicht... Soll ich die Geschichte erzählen, die mich heute wieder ereilt hat? Da fahre ich mit dem Chef von der Polizei und diesem Untermeier los, zeige denen alles. Dieser Untermeier soll alles aufschreiben. Eine Stunde später kriege ich einen Anruf von dem Polizeichef von hier, Sandy Shores, und sagt, er versteht das nicht, was der Untermeier gemacht hat. Da kann man dann nichts mit anfangen. Ich soll ihm morgen nochmal alles zeigen. Nicht dein Ernst. Doch. Super. Da also eine Stunde für den Arsch gewesen. Einmal mit Profis arbeiten. Gut. Gut, ich fahre mit dem IT-Wagen dann schon mal zum Büro. Dann sehen wir uns dort. Okay. Ja. Ihr fahrt dann noch die Dings weg, oder was? Ja. Ja. Ah, ihr kommt ja von der Baustelle nicht weg, oder? Ja, doch, ich hab da ein Auto stehen. Alles klar, okay. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Ramon ist. Ach stimmt, der war ja auch noch hier. Müssen wir gleich wieder, das ist nur ein und weg. Ja, hoffentlich. Ja. Naja, mal gucken. Also ich mach mich auf den Weg zur Stadtverwaltung. Mach das. Und dann mal weiter schauen. Ja, haben wir heute was geschafft. Ja, mehr als gedacht. Ja. Wir haben jetzt zu viele Fahrzeuge hier. Wie willst du zur Stadtverwaltung? Mit dem Auto. Aber wer fährt denn dann... Ach, der Ramon fährt noch mit die Dings weg. Ja, wenn er wiederkommt. Scheiße. Und nicht abgehauen ist, heimlich. Ja, wenn er nicht wiederkommen sollte, dann müssen wir halt, rufst du mich an und dann holen wir das eine Auto wieder ab. Ja. Das geht nicht anders. Das kann ja nicht stehen bleiben. Nee, auf gar keinen Fall, sonst haben wir morgen zwei. Ja? Ich fahre jetzt zur Stadtverwaltung, du fährst das Auto zur Baustelle und vielleicht meldet sich Ramon ja wieder. Ja. Und dann komme ich dahin. Ja, ich melde mich, falls... Ja, ich kann ja den LKW auch schon mal runterfahren und dann komme ich mit meinem Büsschen wieder hier hoch, hol den anderen LKW. Ja. Wird irgendwie werden. Ja. Wir kriegen das schon hin. Eben. Alles klar. Alles klar. Bis später. Mensch. Aha. Die Kirche des Lichts, ne? Ja. Die wollten ja irgendwas mit 1,87 Gigabit haben, ne? Ja. Kriegen wir da hin, aber nur mit einer statischen IP-Adresse. Ist das ein Problem? Kostet Geld. Was kostet das Geld? Ja, ist eine Standleitung. Okay. Ja, kriegen wir hin. Na, was, wie viel denn? 35.000. 35.000? Naja, weil die Nummer, das ist eine Sondernummer. 187.187.187. Ja, dann machen sie nur den Standard da. Scheiß drauf. Wie viel kriegen wir denn standardmäßig da rein? 1,4. Gigabit? Ja. Warte mal, Sie reden von Gigabit. Ja, 1400 Mbit. 1400 Mbit? Ja. Ja, machen Sie Standard. Alles reicht easy. Also, so wie ich nimmer satt gehört habe, will er 1870 Mbit haben. Ich habe 187 MB gesagt. Nee. Ach du Scheiße. Ja, alles klar. So, ich muss das gerade wegmachen, weil mir diese Tiefenschärfe übelst auf den Sack geht gerade.
Ja, die Tiefenschärfe ging mir gerade ein bisschen auf die Nerven. Reckless driving, boys. Die Autos sind nicht wirklich kaputt tatsächlich. Die sind nur... Der Sync ist halt wieder ein bisschen komisch. Das heißt, wenn die Autos geparkt sind, springen die hoch und runter. Weil der Server die ganze Zeit irgendwie über die Modifikationen überprüft, wo das Auto steht. Und dann fällt das immer so ein Stück. Und dann gehen Scheiben und Scheinwerfer und sowas kaputt. Das heißt, diese Beschädigungen sind nicht wirklich da. Eigentlich. Das ist eher so ein Sync-Problem. Das heißt, du parkst das ein, parkst das aus und dann ist wieder okay. Aber am Ende des Tages sehen deine Autos halt immer aus wie Sau. Ich muss sagen, heute ist es aber deutlich entspannter, was Crashes angeht. Im Gesamtkontext. Ne? Ist heute echt ein bisschen relaxter. Genau, die werden auf Werkszustand zurückgesetzt. Ja. Oder auf den Ursprungszustand. Don't jinx it. Ja, jetzt, wenn, selbst wenn es jetzt anfängt, kann es ja nicht schlimmer werden als die Tage zuvor. Ich habe heute im Discord auch gesehen, dass es einen Klärung gab, dass man das alles ausmachen soll, diese ganzen Mods und so. Also haben wir gerade richtig gemacht. Weil das wohl zu extremen Problemen führt. Yep. Die stehen jetzt alle hier, diese Staatsanwälte und Marshall Service vom Büro und warten da auf sie. Die warten da auf mich? Ja, die, warum auch immer sind die jetzt hier vom Büro. Das sind ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Okay, gar kein Druck, ja. Wie ich sehe. Gar kein Druck. Die meinten, wenn sie noch Zeit dafür haben. Ich habe gesagt, wir sind halt gerade unterwegs gewesen und der Rückruf wäre ja gekommen. Okay. Soll ich die hochbringen, oder... Ja, ich bin eh gleich in 20 Sekunden da. Alles klar. Gut, bis gleich. Geh mich schnell umziehen, ja.
Abend. Ein wunderschön. Ein wunderschönen guten Abend, Herr Lenz. Sie wollen zu mir? Vielleicht? Ja, richtig. Wir haben einige Fragen bezüglich einer IT-Sache, zwecks SMS. SMS, Ob Sie die Möglichkeit haben, SMS-Verläufe von verstorbenen Personen, wie soll ich sagen, da uns Auszüge zu besorgen oder ob Sie da überhaupt gar keine Möglichkeiten haben, ob das über eine andere Stelle läuft. Ach du Scheiße, verstorben. Mhm. Ja, richtig, es geht da um einen Mordfall und okay, das sollten wir vielleicht nicht auf offener Straße besprechen. Wahrscheinlich. Vielleicht kommen Sie. Wird es auch was dem, wenn Sie sich erstmal umziehen wollen. Ja, ja, Sie können trotzdem mit hochkommen. Wir haben heute den neuen Standort Harmony angeschlossen. Da ist eine Menge los. Ich hab's gerade schon gehört. Haben die da besseres Internet jetzt? Die haben Internet jetzt. Ja, gut. Die haben gestern das Feuer entdeckt und jetzt haben sie Internet. Hatten die vorher gar nichts, oder was? Nee, gar nichts tatsächlich. Konnten sie so wenigstens mit einem guten Bier ihren Durst am Feuer stillen? Natürlich. Nee, ich trinke während der Arbeitszeit nicht. Nicht sie, die Einwohner von Harmony. Sie wollten die Einheimischen sagen, oder? Ja, wollten die Einheimischen. Sie wollten schon die Einheimischen sagen. Ich hab mich aber zu Einwohner gerettet. Ich finde, das ist doch schon ganz gut, oder nicht? Ja, ja. Ich hätte Einheimische gesagt, sage ich Ihnen ganz ehrlich. So, wir fahren einmal in die 1. Sehr gut. So, setzen Sie sich kurz hier hin, ich ziehe mich kurz um. Hier vorne an die Sitzen, dann passt das. Na klar. Danke. Scheiße, die sind ja mit dem ganzen Großaufgebot hier oben. Ich dachte jetzt auch, was ist denn jetzt los? Okay. Gut. Schauen wir mal. Also ich weiß nicht genau warum, aber die Leitstelle klingelt unaufhörlich heute. Ja, es ist natürlich wegen gestern auch viel, ne? Ja, es geht. Okay, ich mach schon mal Kaffee fertig und dann komm ich mit rein. Oh. Perfekt. Du kannst dir aber auch Zucker leisten, ist das ehrlich. Ah, aber. So, aha, gut. Dann würde ich sagen, kommen Sie doch direkt mit, wir gehen in mein Büro und dann sprechen wir das Ganze mal durch. Kommen Sie durch. Ich muss noch hinten zumachen. Gut, dann. Vielleicht später. Ruhig ins Snackautomat. Aber ich verdiene noch gut. Richtig. Ja, so, kommen Sie rein. Natürlich besser. So. Uff. Ja, einen Stuhl habe ich jetzt nicht für jeden, aber ja, der höchste Rang kann sicherlich sitzen. Fertig. Aha, ja. Alles klar. So, ich stelle das Tablett hier hin. Sie nehmen sich einfach Ihre Tasse, ja? Ja, danke. Danke, die Ladies sitzen. So. Was ich jetzt kurz mal fragen muss, Frau Spring? Weil ich habe einen Anruf von einer Frau Spring bekommen. Frau Springs, mit S hinten noch. Frau Springs. Das bin ich. Ach, das genau, sind Sie, das entschuldigen Sie. Okay, ich habe immer noch so viele neue Leute. Okay, Sie haben angerufen, da war Frau Mitchell dran, dann sind Sie mit hier. Darf ich trotzdem mal fragen, wer jetzt hier alles mit dabei ist, weil es noch ein relativ großer. Ach so, ja. Also ich bin Detective O'Hara, Leiter der Detective Unit des Los Santos Police Department. Das ist einmal Detective Lavoux und Detective Hayford. Hinter uns befindet sich noch Mr. DeLuca, Candidate Prosecutor im Prosecution Office. Und genau, und mich kennen Sie ja schon. Mein Name ist Valerie Springs. Ich bin Junior Prosecutor. Okay. Guten Abend, Herr Lenz. Entschuldigung. Alles gut, kein Problem.
Heute ist nur sehr viel los. Okay. Frau De Luca. Sie waren aber auch gestern auf der Demo, oder? Frau De Luca? Herr De Luca. Herr De Luca? Nee. Ja, das ist so richtig. Sie also waren auf wir der standen Demo? Hinten, zumindest mit den Detectives, ja. Ich war auch auf der Demo. Sie waren vorne. Ja, richtig. Nee, wir waren hinten. Ja, ich war vorne. Mit... Ja. Frau LaVou war das, ja? Ich bin beruflich da, richtig. Was gab es gestern für eine Demo? Der Lenz schreibt sich das direkt auf, das wird wohl nichts mit deinem Internet. Warum nicht? Nein, das hat ja gar nichts zu tun. Ich weiß generell nicht. Ich muss Ihnen das kurz erklären. Also wir hatten gestern hier eine riesige Demo. Sie waren entweder da oder nicht. Ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, worum es ging. Die Leute haben dafür demonstriert, dass sie Internet haben und dass sie zu viel bezahlen. Aber niemand bezahlt für Internet. Und das übernimmt immer die Stadtverwaltung. Und jetzt wurde gesagt, dass das Internet langsam ist. Aber ja, ich habe immer den Kringel. Den Kringel, ja. Darf ich fragen, wo Sie wohnen? In der Stadt oder außerhalb? Ja, in der Stadt, in der Nähe der Kirche da. Ja gut, da gab es eine Störung. Die Störung haben wir heute behoben. Heute um 19.30 Uhr. 19 Uhr, ja. Haben wir die behoben. Da war ein, das ist relativ egal, ist technisch, aber auf jeden Fall haben wir die behoben. Da ist jetzt wieder Maximalgeschwindigkeit mit 1,4 Gigabit. Oh, da muss ich gleich außer Dienst. Ich habe da noch ein, zwei Sachen zu. Also ja. Deine da werden Sie auf jeden Fall keine Kringel mehr sehen. Jetzt mit Wechselring. Das ist sehr gut, dann kann ich meine Videos ja wieder hochladen und meinen Pferdkanal eröffnen. Sie haben einen Pferdekanal? Mein Pferdkanal. Eine Pferde, ich mag doch keine Pferde. Wer nimmt denn Pferde? Ach so, ein Pferdkanal. Ich habe Pferdekanal. Ja, richtig. Nee, ich dachte, Sie sind so ein Pferdemädchen. Gar nicht. Das ist keine Beleidigung. Pferdemädchen, das kennt man doch. Mitchell, waren Sie ein Pferdemädchen? Nein. Okay. Niemand? Okay. Ich mag zwar Hengste, aber nicht die Tiere. Okay. Okay, also. Gut, schön. Zurück zum Beruflichen. Worum geht es denn im Detail? Ich habe gehört, Sie wollen SMS. Genau, es geht im Wesentlichen um einen bestimmten SMS-Verlauf eines bislang Verstorbenen. Als auch die Kontaktinformationen bezüglich der Anrufe für einen bestimmten Tag. Okay, SMS-Verlauf, verstorben. Okay, aufgrund der Tatsache, dass wir kürzlich, ich glaube vor anderthalb, letzte Woche Donnerstag haben wir migriert. Da haben Sie so eine kleine Pressemitteilung gesehen, dass wir das übernommen haben. Kann ich nicht garantieren, ob wir Datensätze mit übernehmen, wenn der Provider das vorher hatte. Verstehen Sie? Mhm. Ja. Ob das okay, jetzt ist die Frage, wann, haben Sie gesagt, bislang verstorben? Ja, er ist verstorben. Okay. Wann soll denn da, also sagen Sie mir mal den Zeitraum, weil dann kann ich das ja einfach beantworten. Definitiv vor dem letzten Donnerstag. Ah, dann wird's schwierig. Das am 14. Ja, in der Nacht von 14. auf 15. Ne, gar nicht, das war das gar nicht. Ja, aber das muss auch schon früher gewesen sein. Wann war denn das? Mit Sekunde, ich hab's in meinem E-Mail. Das war der, Mann, das war der andere Mord. Ja. Sie haben keine Ahnung, hier sterben die Leute alle. Alles gut. Sind das alte genau. Leute? Nee, die sind leider nicht so alt. Nein. Hm. Okay, also ich kann Ihnen nicht sagen, ob das funktioniert. Sie können mir aber die Daten geben, an von welchem bis welchem Tag das also Sie müssen den Zeitpunkt so genau definieren, wie Sie können. Weil sonst die Datenmengen zu groß werden. Vollkommen verständlich. Und ich brauche dafür einen Beschluss. Natürlich, den richterlichen Beschluss, den können wir Ihnen dann vorlegen. Judge Rain wollte erstmal wissen, ob das überhaupt möglich ist. Ja, ob es möglich ist, kann ich. Ob es möglich ist, kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich das Datum habe und den Namen und okay, wir machen das folgendermaßen. Ich versuche mich mit meinen Technikern in Verbindung zu setzen, das wird heute nichts mehr, aber ab morgen und werde in Erfahrung bringen, ob wir diese Daten archivieren. Weil wir arbeiten mit einem relativ modernen, auch sicheren System. Es ist nicht ohne weiteres möglich, dass Sie an sowas rankommen. Für den Fall, dass es aber ein Verstorbener ist, würde ich denken, okay, vielleicht geht da was. Sie sagen mir mal bitte,
Sie sagen mir mal bitte, um wen es sich handelt. Es geht um einen SMS-Verlauf von Mr. Maxwell Fry Sorrow an Mr. Zane Sorrow. Maxwell? Nachname? Sorrow. Sorrow. Genau. S-O-R-R-O-U-V. U-W. Sorrow. Und SMS? An seinen ebenso, an seinen ebenso verstorbenen Bruder Zane Sorrow. Buchstabieren Sie mal Zane, Z? Z-A-Y-N-E. Der Schriftverkehr muss irgendwann am, wahrscheinlich am 4., 5. oder 6.3. Okay, also schauen Sie mal, dass Sie das noch konkretisieren. 4., 5. Er hatte uns gesagt, dass das vor dem Ableben seines Bruders war und der ist am 7. an einer, sagen wir, Leihvergiftung gestorben. Okay. Genau, Vergiftung. Ja, richtig, gestorben. Das braucht man gar nicht beschönigen. Das heißt, es wird wahrscheinlich der 6., also irgendwie 2-3 Tage vorher sein. Das heißt, 4., 5., 6. Okay, gut. Ich habe mir das jetzt so notiert. Frau Springs, ich habe auch Ihre Telefonnummer, die 415-874. Genau, richtig. Ich würde jetzt Folgendes machen. Wie sieht denn das jetzt bei dem Gesprächsverlauf aus? Haben wir das auch schon angefragt jetzt? Nein, noch nicht. Ich habe hier das Büro beobachtet. Ich frage das an. Gucke, ob das geht und gebe Ihnen dann zeitnah Bescheid. Und dann, sobald, wenn das geht, brauche ich trotzdem nochmal einen Beschluss. Und ich brauche die Daten nicht 4., 5., 6., sondern ich brauche die Daten. Wann soll da was überprüft werden? Weil 4., 5., 6., das ist zu allgemein. Sollen wir den Bruder ausbuddeln, der die SMS geschrieben hat oder den, der sie bekommen hat? Naja, Sie müssen verstehen, wenn Ihr Richter einen Beschluss macht, ja, dann muss er relativ klar formulieren, was ich ihm geben soll. Wenn der aber schreibt, geben Sie mir vom 4., 5., 6. einfach alle Auszüge, dann würde ich mir erlauben, eventuell in Frage zu stellen, ob das funktioniert. Wir können Ihnen das so formulieren, dass wir die letzten Aussagen haben wollen. Das genau. Aber da kann sich ja der Richter drum kümmern. Genau, das wird dann Judge Rain entscheiden am Ende. Verbindungsnachweise wären bei Herr Zane Sorrow. Und da würde es sich um den Abend des 11.3. handeln. Verbindungsnachweis 11.3. Da kann man ihnen sogar ein Zeitfenster mehr oder weniger mitgeben. Oh ja, das wäre sehr gut. Von? Sekunde, sage ich Ihnen. Da können Sie einen Ticken lauter reden, bitte. Ich kann natürlich lauter reden. Okay. 11.3. zwischen 20 und 23 Uhr. 20 und 23 Uhr. Verbindungsnachweis. Genau, da können wir Ihnen auch nochmal, das müssen wir bei den Akten nachgucken, da können wir Ihnen auch nochmal eine bestimmte Nummer sagen, die wir wissen müssten, ob da Kontakt stattgefunden hat. Allgemein noch die von Herrn Sorrow, beide können wir Ihnen geben. Okay, dann was ich jetzt erstmal überprüfen würde, unabhängig davon, ob mehr brauchen Sie mir erstmal nicht geben. Ich weiß jetzt, dass es sich um einen SMS-Verlauf handelt und ich weiß, dass es sich um einen Verbindungsnachweis handelt. Ich würde jetzt erstmal überprüfen, ob das geht. Mhm. Ich melde mich dann bei Ihnen, beziehungsweise bei Frau Springs und gebe dann Feedback. Ich kann Ihnen da leider weder das eine noch das andere versprechen, ja? Mhm. Okay. Alles klar. Super. Aber dass du das auch eventuell für zukünftige Fälle einfach vorab auf einmal schon mal wissen. Ob das möglich ist. Werden wir dann erfahren. Genau. Erfahren. Das ist ja hochsensibel, da müssen wir aufpassen. Gut, okay. Aber ansonsten tue ich da mein Möglichstes natürlich für die Justiz. Ja, perfekt. Vielen Dank. Super. Gut, wunderbar. Dann begleite ich Sie einmal nach draußen. Ja, vielen Dank für den Besuch. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne, gerne. Wiedersehen. Tschüssi. Hey. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, gleichfalls. Ciao. Ja, es geht nicht darum, ob ich das technisch darf. Es geht darum, ob ich SAP technisch darf. Weil das halt das Todes-Power-RP ist, ne? Also es ist halt das. Verbindungsnachweise sind die ultimative Power-RP-Waffe. So. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Ich werde mir erstmal schön vorher mit der Projektleitung drüber sprechen, weil wir nicht einfach sagen können, dass wir es machen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dass die das haben. Und darum ist es auch so wichtig, dass die Staatsanwälte und die Richter dann einen konkreten Beschluss machen. Die sollen nämlich nicht fragen, mit wem hat der telefoniert, sondern die sollen sagen, hatte er am 11.03. zwischen 20 Uhr und 23 Uhr mit dieser Nummer telefoniert. Und dann sollen die Ja sagen oder Nein sagen. Dann sage ich Ja oder Nein. Die kriegen keine Logs. Die sagen einfach nur Ja oder Nein, wenn das erlaubt ist. Okay. Okay. Okay, jetzt brauche ich. Ich muss ins Kuschelfix oder Kuschelfix sage ich ins doch Kuschelfix. Mhm. Und ich muss einen Klops essen. Also ich passe da auf jeden Fall auf. Ich will da niemanden wegpowern so für sowas. Ja, der Feierabend ist ja verdient. Ja, mit dem Untermeier ist es auch wieder geklärt. Ah, hast du erreicht, ja? Ja, perfekt. Prima. Fantastisch. Gut, dann Feierabend für heute. Vergesst nicht, die Tür hinten zuzumachen. Nee. Ich muss meine noch zumachen. Wird's unangenehm, wenn ich jetzt schon Tschüss sage. Nee, ich muss mich erst umziehen. Ach so. Machst du dann die große zu? Ja. Perfekt. Es ist ja immer, dass selbst SWN nicht an die Daten kommt. Ja, NordVPN sagt ja auch, dass sie wichtige, dass sie die sicherste Verbindung sind. Wir kommen in der Wirklichkeit. Ich werde so Muskelkater haben morgen. Ja, das war heute nochmal eine ordentliche Portion Arbeit. Ja, aber das war auch nötig. Alleine weit hätten wir die ganz schön aufgeschmissen. Nicht, dass ich groß was geleistet hätte, aber... Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Ach so, nee. Und übrigens Stefano hier, ja, nee. Hab ich abgesagt. Nee, ja. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber ich frag natürlich trotzdem vorher. Ja, natürlich aber trotzdem. So. Gut, schönen Feierabend. Bis morgen. Ja, bis morgen. Oh mein Gott, wollen Sie mich überfallen? Challenge. Wo ist denn Ihr Motorrad? Steht da vorne. Achso, ganz vorne. Vor Ihrem Auto. Ach, du Scheiße. Bis morgen. Jo, bis morgen. Schönen Abend. So, nee, wir passen da schön auf. Also das wird schön in Absprache mit der Projektleitung passieren. Da werde ich in keiner Weise irgendwelche Versprechungen machen. Wir werden denen dann nicht irgendwie was geben, wenn es nichts gibt. Wenn es nicht geben kann. Da müssen wir richtig aufpassen. Ganz, ganz vorsichtig sein mit solchen Sachen. Hochsensibel. Weil wenn du das einmal zulässt, musst du davon ausgehen, dass die Leute immer wieder kommen.
Wir hatten das mal auf AL, wo versucht wurde, so Verbindungsnachweise zu machen. Das war ganz, ganz kritisch. Ganz, ganz kritisch war das. Muss man also genau klären, wie das aussieht, weil damit fuckt man Leute gut ab. Damit fuckt man Leute gut ab. Mensch, hier ist ja ganz schön was los, du.